Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETS-2 Cruising the Balkans Event Video. Wir stehen hier immer noch in Bielopolje und wir schauen einfach mal, wohin die Reise von hier aus geht. Und auch jetzt schon wieder im Hintergrund die Häuser auf den Bergen zwischen den Bäumen. Einfach nur traumhaft. Ich habe auch ein paar Mal geschlafen. Wir haben es jetzt, glaube ich, 10 Uhr oder so. Ja, 10 Uhr. Da waren wir. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Es war kein Doppelklick geplant. Das ist eine Strecke, die zu kurz ist. Die habe ich eine Maus. Moment. Da geht's jetzt besser. Raupenbagger 310 Kilometer. Da waren wir auf alle Fälle auch noch nicht. In der Hoffnung, dass es nicht gleich wieder weg ist. Schreibe ich mal kurz nach, wie denn die Stadt heißt. Oder ich nehme ihn einfach an, weil die Maus wieder ein absolutes Schmutzkind ist. Vielleicht geht es jetzt ja wieder. Dann gucke ich halt jetzt so nach, was das für eine Fahrt ist. Wo werden wir fahren? Ja, ich weiß, ich bin nicht müde. Ich habe bei 300 Mal geschlafen, so lange, bis man nicht mehr schlafen konnte. Wir fahren nach Senica, alles klar. Wir fahren also von Bielopolje nach Senica mit einem Raupenbagger. Oder um genau zu sein, mit einem Raupenbagger Volvo EC220E 20 okay, Tonnen. Lass uns eine neue Route finden. Ich finde ja witzig, dass wir bei dieser Fahrt gar nicht irgendwie reingedrückt bekommen haben. Dass wir irgendwie. Ja, ist ja jetzt. Mensch. Ist das irgendwie lauter als sonst? Eigentlich ja nicht, ne? Nö. Fahren wir jetzt denselben Volvo, den wir hingefahren haben, wieder zurück, oder wie? Wir haben mit Volvo nach Trnodro gefahren. Es ist vorbei. Aber schön nach Senica. Das ist auch mal schön. War ja Bosnien und Herzegowina, oder? Ich habe da jetzt nicht so ganz drauf geachtet. Eigentlich hätte ich nur darauf achten wollen, aber ich wollte erstmal gucken, wie man die Stadt ausspricht. Also, wie sie unkyrillisch aussieht. Zeit zu gehen. Wunderbar. 80 auf der Bahn. Umleuchte sogar schon an. Dann wollen wir mal 310 Kilometer nach Senica fahren. 311, um genau zu sein. Wollte ich mal was gucken gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe im Gefühl, ich wollte was machen, aber das weiß ich jetzt doch nicht mehr. Wie viel Geld bekommen wir überhaupt dafür? Na, okay. Nicht mal 10.000. Wir können einfach nur mal ganz kurz gucken. Okay, wir fahren natürlich Landstraße und dann fahren wir durch Sarajevo durch. Ja, Senica, sehr schön. Immer geradeaus. Ich weiß gerade echt wirklich nicht mehr, was wir gestern zuletzt gefahren sind. Oder was ich gestern zuletzt gefahren war und im gestrigen Video. Denn ich bin nicht mehr dazu gekommen, das Ganze zu bearbeiten. Das andere habe ich schon bearbeitet, das andere aber nicht. Dann war ich ja doch im Voice und knapp. Ah, okay, wir tanken woanders. Wir tanken woanders. Ich muss auch nochmal nachscannen. Für die Statistik, die ich dann wieder im Community-Chat posten werde, wenn ich hier, wenn das Event um ist, das Cruising the Balkan Event, DLC genau, World of Trucks Event, wenn das um ist, werde ich dann auch nochmal eine Statistik raushauen, genauso wie ein Portobin-Event im Community-Chat, was meine Statistik ist.
Sollte ich mich zumindest ein bisschen darauf vorbereiten. Wenn euch das... Oh. Gefällt mir. Wenn euch das Ganze hier auch gefällt, dann lasst dem ganzen Video hier doch gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr nichts verpassen sollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Dann verpasst ihr kein weiteres Video oder kein Community Tab. Nee, Community Tab ist nicht gekoppelt mit Dingens, ne? Mit beispielsweise der Glocke. Wäre ja eigentlich so ein Ding, was eigentlich schon von vornherein hätte aktiviert sein müssen, ne? Also, ich meine, wenn man schon für jedes Video eine Benachrichtigung bekommt, dann sollte man eigentlich auch für einen Community-Tab-Beitrag einen Ping bekommen. Ich meine, ist ja fast dasselbe. Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt ganz rechts muss oder links. Ich habe es gerade nicht auf das Schild achten können. Ich denke mal ganz rechts wahrscheinlich, wie immer. Ja, auch wenn er hier bei diesem Grenzübergang einem immer auf den... Hoppla. Immer auf den Geist geht. Ich frage mich ja, weil hier so viel Platz ist, ob hier Schwertransporte durchfahren könnten, prinzipiell. Das ist ja auch nice. Ich würde gerne gerade noch ein bisschen weiter reinzoomen, aber... Sehr schön hinter der Polizei her. Oh, nicht so schnell. Die haben ein bisschen aufs 30 eingestellt. Okay, wir sind bleiben bei der 30. Ist ja auch sinnvoll. Ich meine, es geht ja mit 30 weiter. Was auch noch so ein nices Feature wäre, also ein allgemeines nices Feature beim Grenzübergang, dass man dann ja quasi im Ereignisfeld so gesehen, also dass es dann über dem Navi kurz mal aufploppt, dass man gerade irgendwie, es muss ja nicht unbedingt genauso groß sein, also es muss ja nicht unbedingt hier die ganze Fläche irgendwie bedingsen, sondern es wird ja auch schon reichen, wenn hier quasi so im Mittelfeld des Ganzen dann na, wenn dann beispielsweise jetzt hier irgendwie aufploppt, so, keine Ahnung, wenn es einfadet von wegen, sagen wir mal, Deutschland. Und das dann für 5 Sekunden, also einblenden, 3 Sekunden da sein, ausblenden. Wär nice. Ich meine, muss nicht sein, aber hätte was. So ein kleines Update fürs Navi-System. Die Feststellbremse gedingst. Warum habe ich die Feststellbremse genommen? Sich mal ein bisschen die Beine vertreten. Ja, nach Serbien rein. Alles klar. Okay, das heißt erst Serbien und von Serbien dann. Also, wir sind, glaube ich, jetzt von. Mazedonien nach Serbien, dann nach Bosnien und Herzegowina, glaube ich. Kann das sein? Das würde ich auch gar nicht gehen. Alles so links abzwiegen. Ich meine, stellt euch jetzt mal vor, so wie man es gerade sehen konnte, stellt euch mal vor. Man hat nicht nur ein HQ oder so, sondern man hat auch die Möglichkeit, sich ein... Ich meine, das ist halt komplett unnötig und so, aber... dass man sich auch Häuser kaufen kann und dann halt dort absteigen kann und schlafen. Wo bist du denn jetzt hingeflattert? Vielleicht unter die Tastatur, oder? Oder deswegen sehe ich dich gerade nicht. Ich meine, wie gesagt, muss nicht sein, aber gibt es ja, glaube ich, auch teilweise durch Mods, aber so ein bisschen freier wäre natürlich auch schon
schon interessant. Ein bisschen was zum Geld ausgeben. Fürs Endgame quasi. Schlafen muss ich auf jeden Fall nicht. Oh, schön hier am Fluss entlang. Also die Landschaften sind schon echt super, super geil, finde ich. Oh, sogar ein Staudamm oder wie? Oder wirkt das nur so? Ich glaube, nee, doch schon, doch schon. Ja, schon ein Staudamm. So, ab Richtung Belgrad, also nicht nach Belgrad, sondern erstmal Richtung Belgrad. Wobei, wir fahren ja gar nicht mal wirklich nach Belgrad, wir fahren ja nicht mal nach Richtung Kragujevac, wir fahren ja dann links, wie biegen wir ja links ab Richtung Sarajevo. Es ist schon echt schön. Die Landschaft. Tun wir hier. Aggressor wahrscheinlich. Machen wir den kleinen Bushaltestellen und so. Das lässt einen ja so einen Standard, so einen vanillemäßigen Bus Euro Coach Simulator. Echt schon haben wollen, meine Güte. Keine Ahnung, wie man den Satz beenden sollte. So, Sarajevo ist ausgeschildert. Über 30, oh Gott. Ja, doch schon, 30 schon ganz gut angemessen. Ich meine, vielleicht ist jetzt nicht unbedingt mal jetzt, aber wir wollen ja nicht irgendwie Strafe zahlen. Es ist schön. Also ich würde zwar auch gerne schneller fahren als 30, aber ich glaube, ich darf es erst gleich wieder. Warte mal, wir sind doch jetzt schon. Ja, wir fahren jetzt gerade gegen Sarajevo. Wieder auch mit ein bisschen mit einem Sehenswürdigkeitsspot in der Kamerafahrt. Die nehme ich glaube ich auch mit. So. Da sind wir doch schon gar nicht mal so wenig gefahren bisher, so, obwohl es ja nur jetzt die dritte Fahrt ist. Ja, das wäre schon gut rumgekommen. Okay, dann haben wir jetzt glaube ich gleich den Grenzübertritt. Hier in die hinterste Ecke. Papiere zeigen. Und ab in den Tunnel, oder? Nee, okay, doch nicht. Hier rechts aneinander zu klingeln. Kleinen mittelgrünen Insel. Würde mich ja interessieren, warum? Warum, wenn das so in der Realität auch so ist, warum wurde das in der Realität so gemacht?
Zoch? Nice. Oh, von vorne kommt er. Also eine Person Zuglinie. Sehr schön. Haben wir ihn jetzt endlich auch mal gesehen und nicht nur gehört? Weil habe ich einen ETS bei dem Zug gehört oder war das alles immer nur eine ATS? Ich glaube gehört haben, müsste man ihn schon mal gehabt haben, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Da sind wir mal die Polizei vor. Da kommt der nächste. Mit einer anderen Markierung, zumindest was die Personen betrifft. Sehr schön, gefällt mir. Da freue ich mich auch schon echt richtig auf das Kansas DLC mit, ne? Also da zum in Kansas City, zum Cargo Terminal. Zum Railroad Cargo Terminal zu fahren, das wird schon geil werden. Das wird schon geil werden. Bleiben wir bei den 60. Oh, hier wahrscheinlich wieder durch ein super schönes. Schönes Teil hier links in den Fluss, ja. Sehr schön. So von den ganzen, nennen wir es mal, ja, von den ganzen Canyons so gesehen, erinnert es einen doch schon sehr an so ein bisschen an Utah und so, nur halt in grün. Durchfahrt tanken. Tank sagt 44% und 63% AdBlue. Wir sind jetzt okay, bald bei Sarajevo. Da werden wir auch noch mal ein bisschen Zeit verbringen. Da werden wir wahrscheinlich komplett durchfahren. Mit paar verschiedenen Ampeln. So, Zenica würde auch hier rechts lang gehen, aber nicht für uns. Obwohl wir nach Zenica fahren, dann wird es dann dementsprechend da hier in den Tunnel reingehen, in die anderen. Ob das nochmal... Ne, bezweifle ich. Immer geradeaus. Ja, hallo? Warum wird das so? Vor allem, wenn man... Dann würde man... man würde dann quasi eine Abkürzung fahren. Also es wirkt so, als ob man... Also wir sind ja quasi jetzt hier so und es geht ja ungefähr in die Richtung, also wahrscheinlich wird es dann hier irgendwie wieder angeschlossen werden. Wird es bestimmt auch in der einen oder anderen Map wahrscheinlich dann gemacht worden werden sein. Kann ich mir vorstellen. Also jetzt auch, was den aktuellen Stand betrifft. Also jetzt oder die Zukunft. Ob es vorher ist, weiß ich nicht. Hier haben wir also den Dingspunkt. Und dann kommt später noch das Wahrzeichen, oder wie? Muss ja. Ja. Das Wahrzeichen ist dann... Da, wo wir kurz abfahren. Das heißt, wir schauen uns erstmal kurz hier wahrscheinlich die Stadt von Sarajevo, also hier einen Cinematic von Sarajevo an. Und wir erreichen Sarajevo. What
Ah, das wäre da oben gewesen. Dann schauen wir uns nichts von Sarajevo an. Sondern fahren nochmal weiter und dann erst auf mal in Sarajevo. 14 von 30. Und dann haben wir hier wahrscheinlich. Ist es, ich rate einfach mal, ob es das Rathaus ist. Nice. Auch wieder mit Straßenbahn. Da, wo haben wir es? Maus, danke. Fotomodus. Machen wir mal ein Foto von. Dann wissen wir noch, was es ist. Es ist das Rathaus von Sarajevo. Das Rathaus von. Es sieht auch sehr schön aus, das Rathaus von Sarajevo. Sehr, sehr sehenswert. Was noch sehenswert ist, ist die Ampel, die ich nicht sehe. Weil die Ampel ein bisschen hoch hängt. Ungewöhnlich hoch. Ah, ist das. Oh, ist das schön. Ist das schön. Könnt schneller fahren natürlich. Ich bin zu abgelenkt zwischen dieser modernen und historischen Altstadt. Wobei die Altstadt wäre wahrscheinlich eher so gegen rechts gewesen, schätze ich mal. Aber es ist schon echt schön. Die Frage, die sich mir stellt, fährt hier auch eine Straßenbahn? Ja, da fährt sie doch. Ich habe sie wahrscheinlich gerade einfach nicht gesehen, als ich mir die Frage gestellt habe. Warum denn? Weil sie grün hat. Und weil wir rot haben. Da ist eine Ampel. Die Ampel, die hängen ja aber echt verdammt hoch. Kann man ja eigentlich nur erahnen durch die Tram, die Straßenbahnampel, was für eine Ampelphase man gerade hat. Da haben wir eine Ampel, eine Dings. Aber scheinbar verkehrt die auch nur in eine Richtung hier wieder. Genauso wie in der, wo waren wir? Zürich? Das war Zürich. Aber ich weiß nicht mehr so. Zenitscha ist jetzt auch für uns ausgeschildert. Nimm die Ausfahrt rechts. Ist ja auch wieder so ein Zentimeter. Maß. Arbeit. Aber wir sind ja auch in der Stadt. Okay, so eine Einfädelung ist es. So, Dreis verkehrt, genau, Kreisverkehr vor der Ausfahrt. Ich würde sagen, runter auf 40 mit dem Kreisverkehr. Ja, nehmen. Passt sogar. Dritte Ausfahrt. Oder vorher nochmal abbremsen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Ab nach Zenica und Mostar. Aber für uns geht es nach Zenica. Dann dürfen wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen ausfahren.
Tempo 90 wahrscheinlich. Oder auch nicht. Bitte rechts halten. Ja, rechts halten. Nitscher. Warum bremst du denn? Wir sind. Ah, wieder dasselbe. Warum dürfen die jetzt 110 fahren und nicht nur 70? Okay, I'll take it. Im Gegensatz zu der Gildanfrage, ne, unter. Wobei The Nut hat schon, ne, aber bei mir wäre es dann doch schon eher so ein bisschen so, keine Ahnung. Schon ein bisschen mehr Bezug aufs Spiel in die Lore, so ähnlich wie die Gilde in auf dem PC, so nach dem Motto Children of the Children of the Shadow Wolves, einfach weil es auch Shadow Wolves gibt in Game, ist ja zumindest ein bisschen Bezug und ja gut klingt. Finde ich atmosphärisch passender als The Nut hat. Wehe, du gehst runter, wehe, du gehst runter. Da hast du angetäuscht und hast mich bekommen. Fahren wir halt nur mit 70 nach Zenitscher. Was haben wir hier? Ikea? Wahrscheinlich nicht, aber es sind zumindest. Ne, oh. Wäre ein bisschen atypisch, aber. Noch wahrscheinlich so ein erweitertes Industriegebiet von Sarajevo. Oder sind wir bereits schon bei den Ausläufern von Zenitscher? Aber ich glaube eher. Weiß ich nicht. Nee, ich dachte nur Sarajevo. Zenitscher dürfte erst noch kommen. So die Ausläufer von Zenitscher. Wobei es schon sein könnte, aber. Ja. Wahrscheinlich dann doch eher so ein bisschen für Sarajevo. Würde ich jetzt mal behaupten. Kann natürlich auch noch von Danager sein, aber. Ich weiß es nicht. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Woanders hätte man eh gar nicht hingekonnt. Rechts. Weil hier noch gebaut wird. Zweite Ausfahrt nehmen. Die zweite Ausfahrt, aber eigentlich ist es doch die erste Ausfahrt, weil bitte rechts halten. Es noch bebaut wird. Richtung habe ich gar nicht drauf achten können. Nimm diese Ausfahrt. Dann. Ja, ich glaube, es war nur Sarajevo. Da hinten sehen wir jetzt zumindest so ein bisschen so dieses Geile. Mal schon eher so vom Industriegebiet von Zenitscher. Und es staut sich mal wieder vor der Maut.
haben wir über die elektronische Vari. Ey, hat mich schon wieder bekommen. Einfach, ja, weil viele der Schranken ja dann doch eher wieder komplett runtergehen. Ist einfach so häufig in letzter Zeit passiert, sodass ich mich nicht mehr darauf eingestellt habe, dass es so sein könnte, wie sonst immer war. So, erst auch mal ein Sandwicher. Dann wollen wir mal zu Fellow Cargo fahren. Und den Raupenbagger abladen. Gibt zwar nicht viel Kohle für, aber. Biege nach rechts ab. Oh, aber das ist ja nicht so schlimm. Komm, Schwerkraft, Ballereien, bitte, danke. Kein Bock hier noch horrende Strafe zu zahlen, weil ich massiv zu schnell bin. Weil die Schwerkraft gegen mich ist. Also wärst du wirklich in Sandwicher drin? Etwas kleinerer, engerer Kreisverkehr zweimal. Deswegen mal ein bisschen mit 30 hier durch. Ja, wir sind der G-Energy. Technology. Autoservice auf der rechten Seite. Jedoch eher so ein Dienstleistungswohngebiet. Offenbar. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Es gibt ja sogar Wagen, interessant. Weiß mir, glaube ich, schon vorher aufgefallen ist, aber wie oft muss man denn eigentlich in ETS2 auf eine Waage? Ich war bisher noch auf keiner, dafür 300 Mal in der Röntgenhalle. Wird viel gesagt, aber noch mehr Autoservices oder deswegen ITCC. ITCC war das, glaube ich, naja. Biege nach rechts ab. Die Stadtdurchfahrten sind einem. Also. Ja, es ist ein ordentlicher Unterschied zwischen ETS2 und ATS. In ATS ist es ja doch schon etwas breiter, die Straßen in den Städten. Und ja, in Europa halt nicht. Kann man dann auch schon mal ein bisschen in Schwitzen kommen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Natürlich, okay. Biege nach links ab. Das ist, glaube ich, ein einfacher Abladespot. Das war eine schöne. Oder auch nicht. Drehen wir mal hier eine Runde. Wobei da reinzufallen wäre besser gewesen.
Machen wir das noch mal. Hier haben wir auch Wilco. Ich habe nicht Gas gegeben, obwohl ich gar nicht mehr wollte. Was haben wir da noch? Wir haben eine Lenkachse hinten dran. Ja, perfekt, würde ich sagen. Dann mal abladen. Ausgezeichnet. Raupenbagger Volvo EC220E von Bielopolje nach Senica geliefert. Gefahrene Strecke 313 Kilometer. 38 Minuten für 300 Kilometer. Ist schon viel. 120 Liter verbraucht, also 117 Liter verbraucht. 157. ETS 2 World of Trucks Auftrag war dies gewesen. Knapp 10.000 bekommen, 500 Erfahrungspunkte. Und da ich gleich nochmal weiter aufnehme, fahre ich jetzt einfach mal zum nächstmöglichst gelegenen Schlafplatz, der geradeaus ist. Und dann schauen wir nochmal kurz gemeinsam nach, wohin die Reise morgen gehen könnte. Und wie ihr sehen könnt, ich habe das Kennzeichen mal geändert. Es hat immer Recording steht, weil das war noch aus den Zeiten, wo ich das Profil oder wo ich World of Trucks hauptsächlich so genutzt hatte für wo viele E-Test, oh Gott, World of Trucks Aufträge gefahren bin, für wenn ich im Multiplayer war. Ja. Was ja aktuell gar nicht mehr so der Fall ist. So, schauen wir mal gemeinsam nach. Deswegen habe ich es geändert. Ja. Prinzipiell könnten wir nochmal nach Senica fahren, allerdings Sarajevo. Boah, ich habe Angst drauf zu klicken, ne? Ich habe Angst drauf zu klicken, dass es dann ausgewählt wird. Ljubljana geht auch nicht mehr. Bulgarien wird auch nicht gehen, Rumänien auch nicht. In Tulsa waren wir schon. Von Senica nach Senica ist sinnfrei. Da kommen wir gerade her. Da waren wir schon. Oh, nach Albanien könnten wir. Nach Flore? Vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Bitte kein Doppelklick. Dankeschön. Wäre eine weite Strecke, 700 Kilometer. Wäre da sonst noch was? Was wäre noch von... Ich weiß es noch gleich. Banalanka, irgendwie so. Wahrscheinlich Aluminiumprofile. Würde das von der Strecke her passen? Ne. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich nach dann wird es wahrscheinlich nach Albanien gehen.
Siehst du danach aus? In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten ETS 2 Cruising the Balkans Event Video wieder. Tschüss!